So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich habe gestern eine richtig spaßige Runde gehabt, nachdem ich mir auch gestern, glaube ich, erst den E25 gekauft habe. Ich muss sagen, das Ding ist absolut geil. Ein schneller Panzerjäger, der an komische Stellen kommt, der Leute überraschen kann und dann echt Terror macht mit seiner schnell schießenden Kanone. Meine erste wirkliche Runde auf, wie heißt die Map nochmal? Genau, Heiliges Tal. Auf der neu überarbeiteten Map Heiliges Tal. Die wurde ja letzte Woche mit dem Patch stark überarbeitet. Und ich muss sagen, ja, ich habe mir den E25 gekauft, um ein bisschen was zu haben zum Geld reinspielen, weil ihr ja wisst, ich spiele kein Premium, außer ich krieg's irgendwie hinterhergeworfen. Ich glaube, ich habe in meinen 2, 2,5 Jahren, die ich jetzt World of Tanks spiele, genau. Vielleicht eine Woche Premium oder 2 Wochen Premium insgesamt gehabt. Geht's. Ich war mir nicht ganz sicher, wo ich hier hinfahren sollte. Weil, wie gesagt, das erste Mal auf der Map, dann mit dem E25, der mir auch noch relativ neu war in dem Moment. Ich hab's einfach mal sozusagen nach Gefühl entschieden. Hätte jetzt nicht sagen können, warum ich jetzt genau dahin mich gestellt habe. Ich dachte mir einfach so, das könnte eine ganz gute Position sein, wo ich jetzt gerade hinfahre. Ja. Ich habe mich mal da hochgepackt. Ich meine, die Sichtweite ist, glaube ich, ganz okay von dem E25. Aber vor allen Dingen konnte ich hier mich ein bisschen überlegen, wohin ich wirke. Hier habe ich erst gedacht, ich muss mal so in die Mitte wirken. War aber dann wohl doch nicht der Fall. Beziehungsweise konnte ich es gar nicht. Wurde aber relativ schnell rausgenommen. Und dann dachte ich mir halt, wird wohl da oben ein bisschen Party abgehen. Wollte erstmal hier ein bisschen in die Mitte gucken, ob da was kommt. Da war es nicht bei der alten. Beim alten Heiligen Tal bin ich gern durch die Mitte gefahren. Deswegen war ich jetzt auf die Mitte ausgerichtet. Und dann kommen da halt ein paar andere, wo ich ein bisschen drauf halten kann. War mir hier nicht ganz sicher, ob sie mich sehen, deswegen bin ich ein Stück zurückgefahren. Aber anscheinend wurde ich gar nicht gesehen, weil genau in der Reichweite, dass ich zwar schießen konnte, aber nicht gesehen wurde. Vor mir ist dafür halt mein Panzer 4S. Sozusagen gestorben für mich. Das habe ich in dem Moment gar nicht so richtig realisiert. Erst wo wir dann hier aufhören, da zu sein, dachte ich mir so, oh, okay, ups. Da hatte ich wohl einen Scout. Problem ist, ich will ja auch nicht reinfahren. Ich habe 830 HP, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass ich sage, ich muss jetzt da unbedingt reinholzen. Wenn ich erwarte, kann ich euch vielleicht noch was anderes erzählen. Und zwar, wie ihr seht, habe ich meine ganzen oder viele von meinen Mods runtergeschmissen. Was auch hier Zielvorrichtung und sowas angeht. Also so sieht World of Tanks sozusagen für Fremde, weil ich auch, weißt du, viele von meinen Freunden da mal reingucken. World of Tanks eigentlich aus. Und habe festgestellt, dass ich ungefähr 30 Bilder pro Sekunde verloren habe, weil ich irgendwelche Mods drauf habe. Hier habe ich mich entschieden, hier kommt wohl nichts mehr. Da muss ich mal dort gucken, ob ich da links irgendwie noch ein bisschen helfen kann. Ich meine, die sind dort gerade in der Unterzahl, aber machen dafür ganz gut Schaden. Da kommt mir leider was entgegen. Das habe ich im Moment gar nicht realisiert. Ich bin hier einfach reingefahren. Dass da hinter mir sozusagen Panzer rumkommen, ist mir nicht so direkt aufgefallen. Aber das ist hier eine ziemlich gemeine Stelle. Wenn ihr hier keine Rückendeckung habt, dann kommt ihr mal an die Seite und puff. So. Erster tot. Und dann machen wir den Rest halt auch noch weg. Der Typ realisiert irgendwie nicht so direkt, wo ich stehe. Also, muss ich einmal sagen, der hat es nicht so drauf. So, und hinter mir kommen die Panzer rum langsam. Der T29, das glaube ich, der ist zum Glück nicht so wahnsinnig schnell. Dadurch kann ich hier wegfahren. Ich hätte hier ein Auto-Aim drin. Deswegen kann man auch Ziel erfasst. Also, wenn man halt Rechtsklick drückt, dann zielt das Fahrzeug automatisch so weit wie es geht auf die Mitte des Gegnerfahrzeugs. Kann er dadurch nicht auf den Rand schießen. Wenn man zum Beispiel gerade so über den Hügel schießen will, ist das Auto eben nicht so wahnsinnig geil. Und hier war ich voll auf Tunnelblick, da ist die Arti. Rechts von mir war ein Koffer zweit. Den habe ich komplett ignoriert. Erst jetzt habe ich das realisiert. Und der hat es aber auch nicht mitgeschnitten, ob der irgendwie eingeaimt war oder was, keine Ahnung. Jedenfalls hat er es nicht gerafft, dass ich da voll an ihm vorbeigefahren bin, also wirklich direkt daneben stand. Und hier auch einfach wieder Auto M genommen. Ist aber nicht immer so sinnvoll, glaube ich. Ich glaube, hier breche ich nochmal ab, genau. Dann lieber selber zielen und den letzten wegmachen. Ja, mir macht sowas extrem viel Spaß. Ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bis bald!